Servus. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, der Tisch ist voll. Heute zeige ich euch kurz, was wir die nächsten Wochen machen. Und zwar ganz oben der Max Rustler. Räder sind schon demontiert, das heißt, wir arbeiten dran. Und ich zeige euch mal, was ich schon gemacht habe. TP Power Motor drinne. Dann bekommt er noch eine vernünftige Lenkung, vernünftige Radträger mit vernünftigen Radlagern. Er bekommt das H-Speed 72 Kilo Servo. Er bekommt eine Chassis Brace. Er bekommt ein Max 6 G2 mit GRC-Lüfter. Sieht dann ungefähr so aus, nur in grün natürlich. Und das war's. Und eine Futaba. So, können wir das wieder wegpacken. Dann habe ich ein XRT Ultimate bekommen. Ich wusste gar nicht, dass das ein Ultimate ist. Leute schicken mir ein Auto und sagen, hier, bau mal um. Und das ist ja ein richtig geiles Auto. Noch original. Er quietscht. Da müssen wir mal rausfinden, warum. Er hat schon grüne Dämpferkappen. Und die Elektronik wird ersetzt durch H-Speed 72 Kilo Servo, 5690 SD Motor mit 1250 kV, mit Vitavon Motorhalterung und GRC Lüfter. Die passen allerdings so nicht in den XRT, die muss ich noch seitlich anbringen, weil der halt so flach ist. Das ist der Regler, der da reinkommt. Max 6 G2, sehr zu empfehlen, richtig gut. Selbstverständlich 8S und er bekommt eine Futaba 4 PM, damit wir auch das Servo und die Lüfter auf 8,4 Volt laufen lassen können. Er bekommt aber auch noch natürlich das Rizzi-Set, die Getriebeabdeckung. Die kleine Getriebeabdeckung und Tellerrad und Triebling aus Stahl gehärtet, spiralverzahnt. Und wo wir beim Thema sind, das zeige ich euch alles im Video. Ich mache noch ein weiteres Video und zwar ein Spezialvideo extra für die Differentiale für XMAX und XRT. Da haben wir diese Aluminium Differentialtöpfe mit dem Ausgang aus Stahl, sehr wichtig. Erkläre ich euch im Video warum. Wir haben die kleinen Zahnräder, die da reinkommen. Tellerrad und Triebling, wie eben schon gesagt. Und für das hintere Diff und für das mittlere Diff, ganz besonders für das mittlere Diff, haben wir einen Diff-Locker. Normalerweise ist da ja 20 Millionen Knete drinne. Und die fliegt raus, die Zahnräder fliegen raus und das Ding wird eingesetzt. Sehr zu empfehlen. Zeige ich euch dann in dem Video. Und Modul 1,5 Mitteldifferential oder ja, Hauptzahnrad von mir aus. Das ist das, was, das sind nicht die Ritzel für Motor und also für MZ und HZ, sondern das ist für das Mitteldiff. Bauen wir auch ein, zeige ich euch. Drive Cups natürlich. Und hinten. So, dann haben wir den kleinen 4990 SD, auch ein 8S Motor mit 1650 kV, auch für den Max 6 G2.
Der passt auch in den X-Max und XRT. Hier der X-Max Motorhalter, auch mit GRC-Lüftern. Hat ein Kunde so bestellt, soll er haben, kein Problem. Also zur Info, der kleine Motor passt auch. Dampf hat er eh genug. Der wird schnell genug sein und auch stark genug sein. Alles wird natürlich eingebaut mit Getriebeblut von Vitamon. So, was haben wir noch? Dann habe ich noch Alufelgen für Maxlash. Das habe ich schon mal gezeigt in einem Video und habe ich montiert für den Kunden. 4 Stück an der Zahl. Und dann gibt es demnächst ein neues Produkt. Ich zeige es euch mal kurz. Eine sehr edle Metallsprühdose, Zerstäub, und eine normale Sprühflasche aus Kunststoff in Schwarz. Was es damit auf sich hat, werdet ihr demnächst sehen. Sehr cool und bei mir und beim Metz zu erwerben. So, dann wollte ich von euch nochmal wissen, schaut euch um, was möchtet ihr demnächst auf meinem Kanal sehen? Ein Video wird es geben, und zwar machen wir eine Ausfahrt in der Nähe der Zugspitze. Welches Auto soll ich dafür nehmen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ein Crawler, irgendwas Schnelleres, vielleicht den Raptor, der 8x8, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Schreibt es mir rein, welches Auto ich mitnehmen soll. Das wird eine schöne Location sein, irgendwo in den Alpen. Und würde mich freuen, wenn ihr da zuschaut. So, heute nur Gelaber. Jetzt bin ich aber auch fertig. Danke fürs Zuschauen. Am Freitag gibt es Drachensee 2.0. Da war ich mit dem Andi und mit dem Daniel Boot fahren. Spartan. Da oben irgendwo. Sehr lustig. Bitte reinschauen. Und angenehme Restwoche. Bis dahin. Peace. Daniel, fährst du heute nur mit einer Hand oder was? Die Klonk vielleicht. Weil es einfach geil war letztes Mal.